Das gleichschenklige Trapez. Nur drei davon sind gleichschenklige Trapeze. Eines davon fällt raus. Wenn man Seitenlängen und so weiter alles überprüft hat, dann ist klar, das hier unten, das muss rausfallen. Das ist kein gleichschenkliges Trapez. Jetzt würde ihr euch fragen, hä, und das, was ich jetzt da hier drin sitze, das ist doch auch kein gleichschenkliges Trapez, das ist doch ein Rechteck. Ja, da habt ihr recht. Nur ein Rechteck ist gleichzeitig auch ein gleichschenkliges Trapez. Aber jetzt werden wir erstmal die ganzen Eigenschaften sammeln und dann erkläre ich euch am Schluss, was für besondere gleichschenklige Trapeze es gibt. Ja, es hat zum Beispiel gleich lange Schenkel. Und wir haben ja schon gelernt, ein Trapez hat zwei parallele Seiten. Und diese parallele Seiten sind die Grundseiten. Die beiden anderen sind dann die Schenkel. Und wenn die beiden gleich lang sind, dann spricht man von einem gleichschenkligen Trapez, von gleich langen Schenkeln. Das sollte jetzt leicht lila hier sein. Also diese beiden Seiten, die haben dann quasi die gleiche Länge. Hier ist es genauso. Hier ist die Seite und die Seite gleich lang. Das heißt gleich lange Schenkel. Hier dran ist es eigentlich das gleiche. Hier hat man auch gleich lange Scheitel, denn zwei Seiten sind parallel. Diese beiden hier, das sind die Grundseiten und dann sind die Schenkel gleich lang. Das beim Rechteck ist aber noch was Besonderes, denn da kann man es auch drehen. Da kann man sagen, diese beiden Seiten, ich hoffe, ihr seht meine Maus, diese beiden Seiten sind parallel, dann sind die Seiten beiden gleich lang. Das heißt, man kann es drehen und wenden, wie man will. Beim Rechteck kommen noch ein paar mehr Eigenschaften dazu, aber es ist jetzt schon mal die gleiche Eigenschaft erfüllt wie beim gleichschenkligen Trapez, nämlich es gibt zwei Grundseiten oder Grundseiten, die parallel sind und zwei Seiten, die Schenkel sind, die dann eben gleich lang sind. Nächste Eigenschaft. Die einen parallelen anliegenden Winkel haben das gleiche Maß. Also in dem Fall jetzt zum Beispiel hier Alpha und Beta. An der einen Parallele liegen die beiden zusammen an, das heißt, die beiden sind gleich groß oder haben das gleiche Maß. Dementsprechend sind auch Delta und Gamma gleich groß. Hier habe ich es jetzt anders benannt. Alpha und Beta hier unten, Gamma und Delta hier oben. Denkt immer dran, gegen den Uhrzeigersinn wird benannt. Man hätte natürlich jetzt auch hier Alpha, hier Beta, hier Gamma, hier Delta schreiben können. Dann hätten eben andere Winkelmaße das gleiche Maß. In dem Fall im Rechteck ist es sogar nochmal was Besonderes. Da haben sie alle vier das gleiche Maß, nämlich 90 Grad. Aber es gilt die gleiche Regel wie hier beim gleichschenkligen Trapez, dass die an den parallelen anliegenden Winkel, also die beiden unten und die beiden oben, dass die das gleiche Maß haben. Hier gilt das gleiche, ich habe es wieder Alpha und Beta genannt und Gamma und Delta, die haben das gleiche Maß. Die Diagonalen sind gleich lang. Die habe ich jetzt nicht eingezeichnet, das habt ihr hoffentlich durch Rechnung bzw. durch Messung rausbekommen. Und die letzte Eigenschaft, die Symmetrieachse ist die Mittelsenkrechte der parallelen Seiten. Das heißt, wenn ich also quasi bei den parallelen Seiten hier die Mittelsenkrechte zeichne, habe ich gleichzeitig die Symmetrieachse. Gleiches gilt hier, das haben wir schon beim Trapez letzte Stunde kennengelernt, das gleichschenklige Trapez hat eine Symmetrieachse und das ist die Mittelsenkrechte über den parallelen Seiten. Hier haben wir das Ganze auch, allerdings natürlich auch, wenn wir es andersrum drehen können, gibt es eine zweite Symmetrieachse bei diesem Rechteck. Was haben wir also heute gelernt? Wir haben gelernt, ein gleichschenkliges Trapez hat mehrere Eigenschaften. Es hat die Eigenschaften des normalen Trapezes, nämlich dass sich quasi die Winkel, die übereinander liegen, zu 180 Grad ergänzen. Dann hat es zwei parallele Seiten, nur jetzt sind auch noch die Schenkel gleich lang, die Diagonalen gleich lang und man hat Symmetrieachse und, was habe ich noch vergessen, die anliegenden Winkel an den Parallelen haben das gleiche Maß. Das sind die Eigenschaften des gleichschenkligen Trapezes. Das gilt auch fürs Rechteck. Beim Rechteck kommen noch ein paar mehr Eigenschaften dazu, aber die Eigenschaften des gleichschenkligen Trapezes sind auch erfüllt. Und dann gibt es nochmal einen Spezialfall. Das Quadrat ist auch ein gleichschenkliges Trapez. Alle diese Eigenschaften, die wir hier haben, sind mit erfüllt. Also sechs Eigenschaften haben wir. Zwei vom Trapez, vier vom gleichschenkligen Trapez. Das bis zur nächsten Stunde lernen.